So schön, so viele fröhlich lachende Gesichter zu sehen. Lächel mich doch mal an, dann fühle ich mich besser. Lächle lieber deinen Nachbarn an, der soll sich eher besser fühlen. So gut, dass ihr da seid. Herzlich willkommen auch von mir nochmal, ob ihr hier seid, online dabei seid. Ein gesegnetes neues Jahr. Das wünsche ich euch wirklich, wirklich von Herzen. Letzte Woche sind wir eingestiegen mit einer großartigen Predigt in das Jahr von JP. Wenn du sie nicht mitbekommen hast, mache ich dir Mut. Schau noch mal rein, hör sie dir noch mal an. Und ich möchte heute darauf aufbauen. Und ich habe der Predigt den Titel gegeben, wie sich Verheißungen manifestieren. Wie sich Verheißungen manifestieren. Kennt ihr das, was ich in meinem Leben kenne? Auf der einen Seite in unserem Leben gibt es Verheißungen von Gott. Das heißt, Pläne Gottes, Wünsche Gottes, die er in seinem Wort in der Bibel beschreibt, wo er sagt, das sind Dinge, die möchte ich in deinem Leben tun, die gebe ich dir, die verspreche ich dir. Verheißungen impliziert so dieses, Gott hat es versprochen. Und wenn wir uns das anschauen und dann schauen wir uns die Realität unseres Lebens an, wie es in unserem Leben aussieht. Und kennt ihr das, dass es manchmal irgendwie so eine ziemlich große Kluft zwischen der einen und der anderen Seite ist? Kennt das jemand? Okay, also nur wenige melden sich. Die anderen dürfen gehen. Ich wünsche euch ein gesegnetes Jahr. Ich glaube, wir alle kennen das. Ich glaube, es ist für uns alle eine Realität, dass die Verheißungen oft anders aussehen. Und ich möchte uns Mut machen. Ich möchte mit uns heute einen Schlüssel anschauen. Ich glaube, es gibt viele Dinge, die wichtig sind zu verstehen, glaubensmäßig und so weiter, die wir sehen können, damit Verheißungen sich manifestieren. Ich möchte mit uns besonders heute einen Schlüssel anschauen und ich möchte mit einer kleinen Geschichte anfangen. Ein Mann, etwa mein Alter, hatte einen Tag frei und er überlegte sich, was er tut und er ging in einen Park und genoss einfach das schöne Wetter, setzte sich auf die Bank dort, sah den Enten beim Schwimmen auf dem Teich zu und genoss den Tag. Kurz darauf setzt sich ein junger Mann neben ihn und schaut auch so ein bisschen herum und dann irgendwann dreht er sich zu dem etwas älteren Mann um und sagt, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Und der ältere Mann, also ich bin noch nicht älter, der Mann meines Alters, wird plötzlich ganz steif. Er starrt gerade vor sich hin, er reagiert überhaupt nicht, er ist ganz angespannt. Der junge Mann ist etwas verwirrt, dreht sich nochmal um, sagt, Entschuldigung, können Sie mir sagen, wie spät es ist? Und der Mann ist gerade noch abwesender und dreht sich sogar noch weg und guckt weg und zeigt dem anderen Mann so gut, wie es geht, halt die kalte Schulter. Und dann ist der junge Mann doch etwas betröppelt und sagt, Entschuldigung, habe ich irgendetwas falsch gemacht, dass ich Sie gefragt habe, wie spät es ist? Der Mann dreht sich um zu dem jungen Mann und sagt, wissen Sie, warum ich nicht mit Ihnen reden wollte? Wenn ich Ihnen sage, wie spät es ist, dann kommen wir wahrscheinlich miteinander ins Gespräch. Wenn wir miteinander ins Gespräch kommen, dann lernen wir uns wahrscheinlich kennen. Wenn wir uns kennenlernen, dann werden wir wahrscheinlich Freunde. Wenn wir Freunde werden, werde ich Sie wahrscheinlich irgendwann zu mir nach Hause einladen. Wenn ich Sie zu mir nach Hause einlade, dann werden Sie meine Tochter kennenlernen. Wenn Sie meine Tochter kennenlernen, dann werden Sie sich bestimmt in sie verlieben. Und wenn Sie sich in meine Tochter verlieben, dann wollen Sie sie irgendwann heiraten. Und ich will keinen Schwiegersohn, der keine eigene Uhr hat. Warum erzähle ich diese Geschichte? Ich glaube, dass dieser Mann etwas erlebt hat oder gelebt hat, was wir sehr häufig auch haben. Vielleicht wäre der junge Mann tatsächlich ein wunderbarer Schwiegersohn, vielleicht der Traumprinz für seine Tochter gewesen, aber der Weg dahin, den der ältere Mann in seinem Kopf so hatte, wurde blockiert, wodurch? Durch ein gewisses Mindset, durch eine Art zu denken. Er hatte eine innere Blockade, wie es zu sein hatte, und es gab eine Blockade dafür, dass sich
etwas nicht manifestieren konnte. Nicht, dass der Schwiegersohn eine biblische Verheißung ist, aber das ist ja jetzt nur übertragen gemeint. Wir haben biblische Verheißungen und wir haben oft genau das gleiche Problem, nämlich, dass wir Dinge in unserem Leben haben, vielleicht eine Art zu denken, vielleicht bestimmte Gewohnheiten. Wir selber können mit unserem Leben eine Blockade dafür sein, dass Verheißungen sich manifestieren oder eben, dass sie sich nicht manifestieren, dass sie nicht in Existenz kommen. Und ich glaube, dass es so ein Element gibt, was sehr hilfreich ist, zu verstehen und als Prinzip in seinem Leben zu verankern. Und das möchte ich mit euch heute anschauen. Und dazu wollen wir am Anfang ein paar Bibelstellen lesen. Wir beginnen mit Jesaja 43, Vers 19. Hier ist es Gott, der zu seinem Volk redet und er sagt, seht her, ich mache etwas Neues. Schon keimt es auf. Seht ihr es nicht? Ich bahne einen Weg durch die Wüste und ich lasse Flüsse in der Einöde entstehen. Gott redet zu seinem Volk, dass er dabei ist, etwas zu tun. Er sagt, ich mache einen Weg in der Wüste, da wo kein Weg ist, wo normalerweise schweres Durchkommen ist, ich bereite einen Weg. Da wo Einöde ist, wo es trocken ist, will ich Flüsse machen. Ich mache etwas Neues, es keimt schon auf, es ist dabei zu entstehen. Aber dann stellt er eine Frage, seht ihr es denn nicht? Oder er beginnt den Satz sogar mit, seht her, schaut, ich mache das. Kann es sein, dass die Art, wie wir das Leben anschauen, die Art, wie wir das Leben betrachten, dass unser Mindset uns davon abhalten kann, Dinge zu sehen, die Gott tun will und sie dann auch zu erleben? Ich möchte mit euch in die nächste Bibelstelle hineinspringen, wo Paulus so ein ähnliches Prinzip für sein Leben formuliert hat. Philipper 3, Vers 13. Paulus schreibt hier an die Philipper, nein, ich bilde mir nicht ein, es schon geschafft zu haben, Geschwister. Aber eins steht fest, ich vergesse das Vergangene und ich schaue auf das, was vor mir liegt. Ich laufe mit aller Kraft auf das Ziel zu, um den Siegespreis dort oben zu gewinnen, zu dem uns Gott durch Christus Jesus gerufen hat. Paulus sagt etwas sehr, sehr deutlich. Er sagt, ich vergesse das Vergangene. Das heißt, ich richte meinen Blick nicht auf vergangene Dinge und in seiner Vergangenheit waren viele Dinge, die schiefgelaufen waren, sondern ich richte mich aus. Ich schaue auf das, was Gott vorhat. Ich schaue mich, richte mich aus mein ganzes Leben und jage dem nach, was Gott an Neuem tun will. Bei ihm hier, er beschreibt es im kommenden Satz mit dem Siegespreis der Berufung, also die Erfüllung sozusagen der Hauptverheißung in der Ewigkeit. Aber das gleiche Prinzip gilt hier schon, nämlich worauf schauen wir, worauf fokussieren wir uns, damit wir Dinge erleben und genau darum geht es. Ich glaube, dass wir oft in unserem Leben blockiert sind, weil wir uns auf die falschen Dinge fokussieren. Ich möchte noch eine Bibelstelle anschauen aus Prediger 3, wo der König Salomo einige sehr weise Dinge über die Zeit aufschreibt und er sagt, alles hat seine bestimmte Stunde. Jedes Vorhaben unter dem Himmel hat seine Zeit. Geboren werden hat seine Zeit und sterben hat seine Zeit. Pflanzen hat seine Zeit und das gepflanzte Ausreißen hat seine Zeit. Töten hat seine Zeit und heilen hat seine Zeit. Zerstören hat seine Zeit und bauen hat seine Zeit. Weinen hat seine Zeit und lachen hat seine Zeit. Klagen hat seine Zeit und tanzen hat seine Zeit. Und so geht es noch einige Verse weiter. Und was König Salomo hier beschreibt, ist, dass eigentlich alles im Leben gewisse Phasen hat. Es kommt und es geht wieder. Und etwas Neues kann nur kommen, wenn das Alte vergangen ist. Es gibt eine Zeit zu lachen, aber es gibt eine Zeit zu weinen. Und es ist wichtig, dass etwas zu Ende kommt, damit du in das Neue hineinkommen kannst. Ich glaube, eins der Kernprobleme, warum wir häufig nicht in das Neue von Gott hineinkommen, was er uns verheißen hat, ist, dass wir nicht gelernt haben, das Alte hinter uns zu lassen, das Alte vielleicht sogar zu vergessen, wie Paulus das hier beschrieben hat, sondern dass wir festhalten an Dingen in unserem Denken, in unserem Tun, in unserem Handeln.
Und das kann so eine Blockade sein. Es kann uns so sehr hindern. Manchmal kommen wir nicht in die Verheißung Gottes hinein, weil wir etwas festhalten. Und heute soll es darum gehen, wie wir Dinge loslassen können, sodass wir uns fokussieren können, sodass die Dinge Gottes sich wirklich entwickeln können, dass wir das erleben. Jesus gebraucht ein Bild, um das zu beschreiben in Johannes 15. In Johannes 15 redet Jesus davon, dass er der Weinstock ist und wir sind die Reben, also die Äste an dem Weinstock. Und an den Reben wächst die Frucht. Und Gott ist daran interessiert, gute Frucht in unser Leben zu bringen. Er will Früchte wachsen lassen. Er will Segnungen freisetzen, sodass sie wachsen in unserem Leben und auch durch unser Leben bei anderen Menschen. Gott möchte diese Frucht sehen. Er möchte diese Frucht entwickeln. Und dann sagt Jesus, es gibt aber eine Sache, die wir verstehen müssen. Der Vater ist der Weingärtner und damit viel Frucht entsteht, kommt er und er beschneidet die Reben. Er beschneidet sie. Das heißt, er schneidet etwas ab. Warum? Damit Platz ist für Frucht. Meine liebe Frau Karline sitzt da drüben, sie ist kein Weingärtner, sie beschneidet keine Weinstöcke, aber sie beschneidet ihre Rosen. Und bei den Rosen passiert das sehr, sehr ähnlich. Jedes Jahr im Frühjahr, wenn der Winter zu Ende geht, bin ich froh, dass ich keine Rose bin. Weil die Karline so eine richtig gute Rosenschere hat. Wenn man mit der schneidet, da ist so ein Finger ruckzuck ab. Also wenn man da richtig zukneift. Und mit dieser Schere geht sie auf die Rosen zu. Und ich sehe dann immer schon, wie die Rosen zittern, weil sie wissen, was auf sie zukommt. Sie werden beschnitten, da wird etwas abgeschnitten. Und das eine, was abgeschnitten wird, sind natürlich die Toten, die Kranken, die über den Winter vielleicht abgestorbenen, erfrorenen Triebe, wo sowieso nicht mehr groß etwas passiert. Und die werden abgeschnitten, damit einfach mehr Platz da ist. Aber dann schneidet sie nicht nur die Toten und die Kranken und abgestorbenen Triebe ab, sondern auch grüne Zweige werden durchaus abgeschnitten. Und ich stehe dann manchmal so da und denke, also warum werden diese guten Dinge abgeschnitten? Ich weiß es natürlich, warum werden auch gute Zweige abgeschnitten, die eigentlich noch Frucht oder Blüten hervorbringen könnten? Aus mehreren Gründen. Zum einen, dass Platz da ist für andere, die sich umso besser entfalten und damit Energie in einige Zweige stärker hineingeht, sodass diese Blüten sich umso stärker und umso größer entwickeln können. Und 2 Monate später siehst du dann das Ergebnis in unserem Garten. Es ist ein einziges Blütenmeer. Warum? Weil Karline diese Rosen beschnitten hat. Und dieses Prinzip der Beschneidung ist etwas, was uns das Prinzip Gottes deutlich macht, nämlich, dass etwas abgekappt werden muss, dass man manche Dinge hinter sich lassen muss, damit man in das Neue hineinkommt. Und ich glaube, das ist das Prinzip. Wenn wir von den Verheißungen zur Manifestation der Verheißungen wollen, dann müssen wir verstehen, dass es sehr viel damit zu tun hat, dass man etwas hinter sich lässt, sich von manchen Dingen verabschieden muss, an manchen Punkten ein komplett neues Mindset braucht, damit das Neue sich entwickeln kann. Häufig entwickelt sich das Neue nicht, weil wir an dem Alten festhalten. Das Alte, das Bisherige, es kann so vertraut sein, es kann sich so normal anfühlen, weil wir so lange da drin gelebt haben. Aber es ist nicht unbedingt das, was Gott für die Zukunft hat, sondern es kann das Neue tatsächlich blockieren. Ganz besonders deutlich ist das natürlich bei alten Dingen, die nicht gut sind. Ich glaube, da verstehen wir das relativ schnell. Ich denke an eine Frau, die ich vor einigen Jahren kennengelernt habe. Und sie ist in ihrem Leben und in ihrer Beziehung durch eine traumatische Geschichte gegangen. Ihr Mann hatte sie betrogen. Und die ganze Ehe ist auseinandergebrochen, es ist viel schief gegangen, viel durcheinander gegangen. Und der Prozess dieser Trennung lag schon etwa 10 Jahre zurück, als ich diese Frau kennengelernt habe. Und ich habe eine Sache gesehen in ihrem Leben. Eigentlich will Gott sie frei machen, er will ihr ein glückliches Leben geben, aber sie hat irgendwie an der Vergangenheit
festgehangen. Was meine ich damit? Der Schmerz der Vergangenheit, die Bitterkeit, die Wut auf ihren Ex-Mann, all das waren Dinge, die in ihrem Leben waren, die sie davon abgehalten haben, in eine neue Phase hineinzukommen, vielleicht befreit zu sein für eine neue Beziehung, vielleicht ein entspanntes Zuhause auch zu geben, weil dieses Festhalten an der Wut, an der Bitterkeit, dieses Nicht-Vergeben von den Dingen, die ihr angetan worden sind, hat dazu geführt, dass die Beziehung zu ihrem Ex-Mann extrem kompliziert war, die Beziehung der Kinder zu dem Ex-Mann extrem kompliziert war. Und ich sage nicht, dass nicht Sachen geregelt werden müssen, wenn so etwas passiert. Aber was ich gesehen habe, ist, dass die Frau darunter gelitten hat und ihre Kinder darunter gelitten haben, dass sie nicht frei wurde von der Vergangenheit. Aber wisst ihr, Gott ist ein Spezialist da drin, dass er uns frei machen will von einer unguten, von einer negativen, von einer verletzenden, von einer krankmachenden Vergangenheit. Dafür ist Jesus auf diese Welt gekommen. Jesus kam auf diese Welt, er ist für uns gestorben, damit wir das Vergangene hinter uns lassen können, damit wir wie Paulus sagen können, ich vergesse das, ich lasse das hinter mir. Dafür ist Jesus gestorben, meine Vergangenheit ist am Kreuz. Ob es meine Fehler sind oder ob es die Dinge sind, die andere mir angetan haben, es ist am Kreuz, damit ich ausgerichtet bin nach vorne und in die Freiheit hineingehen kann, die Gott für mich hat. Das ist der Plan Gottes. Gott ist ein Spezialist da drin. Paulus formuliert es an einer anderen Stelle da drin. Ist jemand in Christus, dann ist er eine neue Kreatur. Siehe, etwas Neues ist entstanden. Das Alte ist vergangen. Und wenn wir unser Leben mit Gott verbinden, dann begeben wir uns eigentlich auf eine Reise, Vergangenheit aus Gottes Sicht, alte Dinge, belastende Dinge, krankhafte Dinge, tote Dinge, wie diese toten Triebe, dass die abgeschnitten werden und dass wir befreit werden hinein in eine Zukunft mit Gott. Wir haben in unserem Leben verschiedene Dinge, die uns dabei helfen können. Und eine Sache, die ich einfach mal so am Anfang des Jahres reingeben möchte. Ich glaube, dass Gott uns Kirche, Gemeinde, eine lebendige Gemeinschaft wie die Move Church hier online an den anderen Campussen gegeben hat, damit das eine Hilfe ist, Dinge hinter uns zu lassen und in die Verheißung Gottes hineinzukommen. Gemeinschaft ist so ein Schlüssel dafür, dass wir von der Verheißung zur Manifestation kommen. Aber wir müssen uns darauf einlassen. So viele Menschen sagen, brauche ich nicht wirklich, wenn ich mich danach fühle. Wisst ihr, eine Rose hat sich nicht nach der Beschneidung gefühlt, aber wenn sie beschnitten wurde, dann blüht sie richtig auf. Ich habe einmal im Jahr so ungefähr ein ja, nicht so ganz einfaches Erleben zu Hause, weil Karline, meine Frau, dann kommt und sagt, du, wir müssten mal wieder den Keller aufräumen. Und für mich ist das ein Trauma. Ich liebe es zu sammeln. Ich liebe es zu horten. Ich liebe es, Dinge aufzubewahren für den Fall, dass wir es irgendwann mal brauchen können. Kennt das jemand? Okay, danke für eure Solidarität. Und kennt ihr das, wenn ihr etwas weggeschmissen habt, 2 Monate später kommt der Fall, ihr hättet es gebrauchen können? Ja, so ist es manchmal. Aber nichtsdestotrotz, die Realität ist, es sammelt sich so viel Mist und Schrott zu Hause an, den wir eigentlich nicht brauchen. Und wenn meine Frau mich dann herausfordert und sagt, lass uns doch mal durchgehen, dann kommt diese schwierige Frage, wann haben wir das denn das letzte Mal gebraucht? Und ich würde sagen, am liebsten letzte Woche. Die Realität ist vor 20 Jahren. Und ich wünsche es mir noch ein Jahr, es aufzubewahren, weil es könnte ja in dem Jahr kommen, aber lass uns ehrlich sein, so viel Schrott haben wir in unserem Leben, was vielleicht gar nicht unbedingt Schrott ist, aber es ist unnütz und es bringt nicht voran. Auch dieses Jahr wieder, wir haben aufgeräumt, gestern war noch so ein Aufräumtag, ich war mehrere Stunden im Keller. Ich kann euch sagen, es sieht aus im Keller und es fühlt sich gut an, wenn du in den Keller kommst, wenn etwas ausgeräumt ist.
Du bist befreit von Dingen, wo du gar nicht wusstest, dass sie dir eine Last sind. Es ist wirklich, wirklich gut. So als Anregung für die Männer. So nebenbei mal. Aber warum erzähle ich das? Weil der Punkt ist, wenn wir uns freisetzen lassen, wenn wir das Angebot Gottes annehmen, Dinge hinter uns zu lassen, dann kommen wir wirklich in ein völlig neues Lebensgefühl hinein. Und wisst ihr, das Beste ist, ich kann jetzt wieder anfangen zu sammeln, weil Platz ist. Aber das nur nebenbei. Was ich eigentlich erzählen wollte, das ist mir nur gerade so in den Sinn gekommen. Es gibt zwei Dinge, die für uns wichtig sind. Die Frage in unserem Leben, was sollen wir eigentlich loslassen? Was müssen wir hinter uns lassen? Was sind denn diese drei Triebe und Zweige, die Gott gerne abschneiden würde, damit wir in das Neue hineinkommen? Und die zweite Frage, die wir uns stellen müssen, ist, worauf sollen wir uns denn fokussieren? Was machen wir denn stattdessen? Diese Triebe, diese Zweige, die abgeschnitten werden müssen, das können zum Beispiel Beziehungen sein. Vielleicht hältst du an einer oder mehreren Beziehungen fest, wo du weißt und merkst, dass sie dich nicht Gott näher bringen und damit auch nicht der Realität deiner Verheißungen. Es gibt Beziehungen, die sind destruktiv, die sind toxisch, die machen uns kaputt. Und so oft, gerade auf der Suche nach vielleicht dem richtigen Partner oder nach Freunden, landet man in Beziehungen, die einem nicht gut tun, wo einfach negativ ständig geredet wird. Und das sind Dinge, die eigentlich negativ auf dein Leben einwirken und du bist nicht frei für das, was Gott tun will. Aber es müssen nicht nur Beziehungen sein, es können so viele unterschiedliche Dinge sein. Weißt du, es gibt Dinge, mit denen füllen wir unser Leben, unseren Alltag. Sie stehen vielleicht nicht in unserem Kalender. Aber wenn du die Zeit mal erfassen würdest, womit du deinen Alltag verbringst, dann gibt es da vielleicht Dinge, die endlos viel Zeit in Anspruch nehmen, die aber kein bisschen fruchtbar sind für das, was Gott an Neuem tun will. Eine der Dinge der heutigen Zeit, wir haben letztes Jahr auch ein bisschen drüber gesprochen, ist die ganze Social-Media-Geschichte. Ich sage nicht, dass Social-Media schlecht sind. Ich sage nicht, hör damit grundsätzlich auf. Vielleicht der eine oder andere schon. Aber der Punkt ist, wir können Stunden, Tage förmlich vor dem Handy verbringen und uns ein Short oder Reel oder wie die Dinger alle heißen, anschauen nach dem anderen. Und die Frage ist, wie viel hat es uns gebracht? Im Hinblick auf das, was Gott Neues tun will, bringt es uns wahrscheinlich so gut wie gar nichts. Und wenn wir diese Zeit nehmen würden und stattdessen Teil einer Connect-Gruppe würden, stattdessen vielleicht einen Dienst machen in der Gemeinde, stattdessen uns irgendwo mit hineinklinken, dann investieren wir in etwas, was dem Prozess dient, von der Verheißung zur Realität zu kommen. Es ist so still geworden hier. Ist es nicht eine Realität, dass es manchmal richtig schwer ist, Dinge loszulassen? Also ich kenne das aus meinem Leben. Ich habe YouTube von meinem Handy runtergelöscht, weil ich gesagt habe, das ist einfach zu viel Zeit. Das war für mich meine Entscheidung. Ich sage nicht, dass es bei dir so sein muss. Aber manchmal sollten wir solche Entscheidungen treffen, damit wir in das hineinkommen, was Gott für uns hat. Loslassen befreit. Loslassen setzt Neues frei. Und es sind nicht immer nur die negativen Dinge, die wir loslassen, sondern manchmal sind es auch gute Dinge. Da mag vielleicht gar nicht wirklich etwas falsch dran sein, aber es ist nicht der richtige Fokus. Wie so ein Trieb, der eigentlich gut ist, aber trotzdem abgeschnitten sein sollte. Ich habe die Geschichte gehört von Henry Cloud, das ist ein amerikanischer Psychologe, der von einem Bekannten erzählt hat, der Unternehmer war und der eine Firma aufgekauft hat, der also richtig investiert hat und eine Firma aufgekauft hat. Und es war eine Firma, die ziemlich
gut unterwegs war. Sie hat 20 Millionen Umsatz pro Jahr getätigt, also schon eine relativ große Firma, mit der sie viel bewegt haben. Und Henry Cloud hat dann mitbekommen, dass 5 Jahre später dieser Bekannte erzählt hat, dass die Firma von 20 Millionen Jahresumsatz auf 500 Millionen Jahresumsatz gewachsen war. Also der Jahresumsatz um das 25-fache gesteigert. Und dann ist er zu seinem Bekannten hingegangen und hat gefragt, sag mal, was hast du gemacht? Und dann hat dieser Unternehmer ihm Folgendes erzählt. Ich habe diese Firma gekauft. Und dann habe ich mir angeschaut, die ganze Produktpalette, was wir produzieren, was wir so machen und wie das aussieht. Und dann habe ich geschaut von diesen Produkten, was ist der Lebensnerv für uns als Firma? Das heißt, was sind die Produkte, wo wir richtig gut sind und wo wir richtig gute Gewinne machen? Und dann habe ich gesehen, okay, das sind etwa, viele von euch kennen diese 20-80-Regel, die oft an solchen Punkten treffen, 20% der gesamten Produktpalette waren dieses, was er als Lebensnerv bezeichnete, waren diese Produkte, mit denen die Firma richtig gut war und richtig Geld gemacht hat. Und dann hat er seine Manager zusammengerufen und hat gesagt, das erste Jahr nehmen wir jetzt, nachdem ich diese Firma übernommen habe, und wir schauen, dass wir diese 80% an Produkten, dass wir die loswerden. Wir können Firmenanteile, Firmenproduktionsstätten verkaufen oder wir gehen aus der Produktion raus und wandeln das um und konzentrieren uns mit den Ressourcen auf diese 20%. Das ist unser Lebensnerv. Ich will, dass wir uns alleine darauf konzentrieren, was wirklich gut ist, was wirklich gewinnbringend ist. Und sie haben das gemacht. Das erste Jahr hat dem gedient, sozusagen hier etwas loszuwerden und hier reinzugehen. Und das hat dazu geführt, dass diese Firma sich so riesig entwickelt hat. Dann hat Henry Cloud zu ihm gesagt, ja, das macht ja wirklich auch Sinn. Also wenn diese 80% keinen Gewinn abgeworfen haben, dann sagt der Mann, nee, das stimmt nicht. Diese 80% haben auch Gewinn abgeworfen. Da war nichts Verkehrtes dran. Aber sie waren nicht der Lebensnerv. Sie hatten nicht die Möglichkeit, so viel zu bewegen, und deswegen haben wir das hier abgegeben. Und ich fand diese Geschichte sehr, sehr interessant, weil ich gedacht habe, so oft ist es so, dass wir viele Möglichkeiten haben. Nichts ist falsch. Wir können verstehen, wir sollen Dinge loslassen, die nicht gut sind, aber vielleicht gibt es auch gute Dinge, die wir loslassen sollten. Warum? Damit unser Fokus und unsere Kraft und unsere Energie in das hineingeht, was wirklich eine positive Veränderung im Sinne Gottes hervorbringt, was uns in den Plan Gottes, in die Erfüllung der Verheißung Gottes hineinbringt. Ich habe als mit über 30 Jahren pastoralen Dienst hier in der Move Church, ich habe viele Ehepaare getraut. Ich habe Gespräche geführt mit Paaren, die heiraten wollten, und jedes Paar, mit dem ich ein Gespräch hatte, hat sich gefreut auf die Hochzeit und hat einer wunderbaren Zukunft entgegengeschaut. Und ich glaube, dass dieser Traum von einer wunderbaren Zukunft auch ein Traum von Gott ist. Gott will eine Ehe segnen. Gott hat einen Plan für eine Ehe. Er will segnen. Aber dann ist die Frage, ich habe geheiratet, und worauf fokussiere ich mich? Nicht alles ist der Lebensnerv für eine gute Ehe. Nicht alles baut eine gute Ehe, sondern es gibt Dinge, die können auch gut sein, aber die können den Fokus rauben, die können die Kraft rauben für das, was eigentlich dran ist. Ich habe vor einigen Jahren mit einem Mann zusammengestanden und habe mit ihm über die Eheseminare gesprochen, habe darüber gesprochen, wie viel mir die Eheseminare gebracht haben, diese Love After Marriage Seminare, Liebe in der Ehe, die wir hier anbieten. Und er hat gesagt, ja, ich habe mir das auch angeschaut, aber ich verstehe nicht, warum diese Eheseminare so teuer sind, 500 Euro, 600 Euro. Ich habe versucht, ihm so ein bisschen was zu erklären, dass es da Lizenzgebühren gibt und verschiedenen Aufwand und was weiß ich wie. Und dann holt er sein Handy heraus und zeigt mir sein neues Handy, was etwa 800, 900 Euro gekostet hat. Und das war die ideale Grundlage, drüber zu reden. An dem Handy ist nichts Falsches. Es ist nichts Böses. Und natürlich
kann ich da etwas hinein investieren? Aber kann es sein, dass ich ein falsches Mindset habe, wenn ich bereit bin, 800 Euro in ein Handy zu investieren, aber keine 600 Euro in meine Ehe zu investieren? So oft haben wir unbewusst so ein Mindset, was an irgendwelchen Vorstellungen festhält, das sollte irgendwie anders sein. Und weil das so ist, gehen wir bestimmte Schritte nicht. Und manchmal ist es an der Zeit, gute Dinge loszulassen. Dinge, die nicht verkehrt sind. Aber es raubt uns die Energie für das, was eigentlich der Lebensnerv ist, für das, was Gott tun will. Wie viele Menschen investieren mehr Zeit mit ihrem Hobby als Investition in die Ehe? Ich habe jetzt über Ehepartner gesprochen, aber das gleiche Prinzip gilt an so vielen anderen Stellen auch. Wo hinein investiere ich? Vor einigen Jahren hat Gott sehr, sehr deutlich zu mir gesprochen und gesagt, du, meine Gegenwart, die Zeit mit mir ist das Wichtigste, was es gibt. Es war so ein Satz, den ich empfunden habe, den Gott zu mir sagt. Er sagt, Thomas, die Zeit mit mir ist eine nicht zu verhandelnde Priorität. Eine nicht zu verhandelnde Priorität. Und das war ein Sommer vor einigen Jahren, der mich dazu gebracht hat zu sagen, ja, über die Zeit mit Gott wird nicht mehr verhandelt. Also sprich, wenn ich morgens aufstehe und meine Zeit mit Gott geplant habe, dann fange ich nicht an zu überlegen, was könnte ich stattdessen machen, sondern das ist eine Zeit, die nicht zur Disposition steht. Und ich habe damals angefangen, mir täglich Zeit zu nehmen und die Gegenwart Gottes zu suchen. Und lass mich eine Sache sagen. Es war für mich eine Veränderung und die Fokussierung auf die Zeit mit Gott. Und die Zeit mit Gott hat gar nichts mit bestimmten Dingen in meinem Leben zu tun. Aber seitdem ich das getan habe, staune ich manchmal, wie Dinge in meinem Leben plötzlich Realität geworden sind, die früher eine nicht erfüllte Verheißung waren. Die Zeit mit Gott ist etwas, wo wir uns darauf fokussieren können, was so viel Neues hervorbringt von dem, was Gott tut. Neue Denkmuster, neue Handlungsmuster, neue Gewohnheiten, sie entstehen in meiner Zeit mit Gott. Sie entstehen in der Gegenwart Gottes. Sie werden nicht entstehen, wenn ich vor YouTube sitze oder Social Media oder Facebook oder Instagram oder was weiß ich wie, sondern bestimmte Dinge werden dann entstehen, wenn ich mich auf das Richtige fokussiere. Wir sind jetzt vor den Wochen des Gebetes und es sind jetzt 2 Wochen, die wir als Gemeinde nehmen. Und ich will an dem Punkt uns als Move Church einfach herausfordern und sagen, kann es sein, dass wenn wir uns darauf fokussieren würden und das Gebet nicht anderen überlassen, dass wir bestimmte Dinge im Laufe des Jahres erleben können, aber wenn wir bestimmte Dinge jetzt nicht lassen, dann werden wir es auch nicht erleben. Was bedeutet es zu lassen, wenn wir unsere Gebetssessions als Move Church hier an den Campusen oder online haben? Zu lassen heißt, ich verzichte auf etwas. Ich räume mir die Zeit ein, ich treffe vielleicht Absprachen, dass ich ein bisschen später nach Hause komme oder. Ich steige aus, ich lasse vielleicht eine Gewohnheit hinter mir, aber ich fokussiere mich auf das, was ein Lebensnerv ist, damit die Pläne Gottes in unserem Leben sich verwirklichen können. Ihr alle kennt dieses Wort eigentlich. Eigentlich sollte ich. Eigentlich wäre es gut, wenn. Eigentlich. Ich glaube, dass hinter diesem Wort eigentlich, wenn du mal für dich nachdenkst und überlegst, wahrscheinlich ein Geheimnis steckt für Dinge, worauf du dich fokussieren kannst. Und diese Dinge bringen dich auch dazu, was solltest du lassen? Wo könntest du etwas verändern?
eigentlich wäre es gut, mehr Zeit mit Gott zu verbringen. Eigentlich wäre es gut, mehr Zeit mit meinen Kindern zu verbringen. Aber gefühlt habe ich keine Zeit, aber wenn ich mir mal meinen Lebensplan anschaue, dann sind oft viele Stunden da, die ich mit anderen Dingen fülle. Ich will heute wirklich herausfordernd sein, weil ich glaube, nur wenn wir etwas angehen und anfangen, etwas zu verändern, werden wir mehr von Gott erleben. Wenn wir unseren Blick richten auf das, was Gott tun will, auf den Lebensnerv dessen, was er tun will, dann können wir Wege gehen, dann können wir uns fokussieren, wie Paulus sagen, ich vergesse, was hinter mir ist, aber ich jage auf das Ziel zu und ich investiere, sodass ich hier Dinge erlebe. Bevor ich zum Abschluss komme, vielleicht noch ein kurzer Gedanke. Manchmal gibt es Dinge, wenn wir die hinter uns lassen wollen, dann ist das sehr schwer, herausfordernd. Warum ist das so? Manchmal, weil es vertraute Dinge sind und die Entscheidung schwerfällt. Aber manchmal sind das Dinge auch mit Suchtcharakter. Suchtcharakter. Das heißt, es sind zwanghafte Dinge, es zieht dich immer wieder dahin. Das können Social Media sein, es kann der Medienkonsum sein, es kann Sexualität, Pornografie, es können verschiedenste Dinge sein, die Suchtcharakter haben. Lass mich einfach eine Sache an diesem Punkt sagen. Jesus ist dafür gekommen, um dir auch in diesem Bereich einen Sieg über die Sucht zu geben und dir in deine Freiheit hinein zu verhelfen. Aber du musst in einem Punkt ehrlich sein. Du wirst es nicht alleine schaffen. Du hast es wahrscheinlich schon oft alleine versucht mit guten Vorsätzen oder wie auch immer, aber du wirst es nicht alleine schaffen. Und es ist ein Prozess, wo wir vielleicht demütig werden müssen und vielleicht stolz, ich schaffe das schon irgendwie, hinter uns lassen müssen und vielleicht in einen seelsorgerlichen Prozess hineingehen sollten. Wo wir unser Herz vor jemanden öffnen und sagen, ich brauche Hilfe. Seelsorger. Vielleicht, je nachdem, was es ist, kann ich meine Connect-Gruppe bitten, mit für mich zu beten. Vielleicht jemanden in Augenhöhe zu haben, mit dem ich darüber reden kann. Vielleicht manchmal sogar auch therapeutische Prozesse, um wirklich etwas hinter dir zu lassen. Aber ich möchte dir Mut machen. Lass dieses Jahr ein Jahr sein, wo sich die Freiheit Gottes, die er versprochen hat für dich, dass sie sich manifestiert, indem du dich auf das Richtige fokussierst. Fokussier dich auf das, was Gott für dich hat. Und er sorgt dafür, dass seine Freiheit kommt. Amen. Amen. Ich möchte beten und ich lade euch ein, einfach mal alle die Augen zu schließen und einfach nochmal so eine kurze persönliche Reaktionszeit zu haben. Und ich will einfach die Frage stellen, hast du etwas gemerkt während der Predigt, wo du erkennst, ich sollte hier etwas loslassen? Ich muss etwas loslassen. Und Heiliger Geist, wir bitten dich, dass du zu uns redest, heute und auch in den Gebetswochen, dass du diese Gebetswochen dazu benutzt, dass wir Dinge loslassen können. Sprich zu uns. Und dann bete ich, Heiliger Geist, dass du zu uns redest über das, was der Lebensnerv für dieses Jahr ist, für das, was in der nächsten Zeit wichtig ist, worauf wir uns konzentrieren. Herr, ob das die Gebetswochen sind, ob es ein Counterkurs ist, um frei zu werden, um durchzubrechen, egal ob es Seelsorge ist oder wo auch immer, dich zu suchen, Herr, dich zu suchen, verändert so viel und setzt so viel von dir frei. Heiliger Geist, komm in dieses Jahr hinein, komm in unser Leben hinein und sprich zu uns. Hilf uns, diese beiden Fragen gut zu beantworten, sodass wir unser Leben in den nächsten Wochen und Monaten richtig ausrichten können. Was sollen wir loslassen? Was sollen wir hinter uns lassen?
und worauf dürfen wir uns fokussieren? Wo dürfen wir unsere Energie hineinstecken? Und ich bete, Heiliger Geist, dass du die kommenden Gebetswochen, die jetzt vor uns liegen, nutzt, dass wir diese Dinge, die eigentlich gut wären, dass wir anfangen, sie umzusetzen, dass wir anfangen, hineinzukommen in die Erfüllungsdynamik deiner Verheißungen. Herr, ich bete, dass du auf alle Wünsche und Entscheidungen kommst, die jetzt Menschen hier und auch online treffen, wenn sie sagen, ich möchte da Veränderung haben. Und ich segne dich in diesem Jahr für diese Veränderungen. Und dann möchte ich an diesem Punkt die Frage stellen, wie wir es auch jeden Sonntag wieder neu machen, für Menschen, die sagen, ihr redet hier von Gott, von einer Beziehung zu Gott, aber diese Beziehung zu Gott habe ich noch gar nicht. Aber ich würde gerne in so eine Beziehung mit Gott starten. Ob du jetzt hier vor Ort bist oder ob du online dabei bist, Gott streckt seine Hand zu dir aus und er bietet dir eine Beziehung an und sagt, lass mich dein Herr und dein Gott sein, vertrau mir dein Leben an und du wirst mit mir eine ewige Zukunft haben. Und das ist eine Entscheidung. Es ist auch eine Entscheidung, etwas hinter sich zu lassen, nämlich ein Leben ohne Gott, wo man alles selbst bestimmt hat, hinein in ein Leben mit Gott. Mit Gott als Herrn und König und Nummer eins. Und wenn du merkst, dass du diese Beziehung noch nicht hast oder du hast diese Entscheidung noch nicht so gefällt, dass du wirklich Gott zu deinem Gott gemacht hast. Vielleicht glaubst du an Gott und hast Gott zu einem netten Kumpel in deinem Leben gemacht, aber du triffst die Entscheidung. Und dann kann es eine Entscheidung sein, dass du sagst, nein, Gott, du sollst wirklich Gott sein und ich ordne mich dir unter. Ich möchte dich einladen, wenn du diese Entscheidung heute treffen willst, wenn du in diese Beziehung mit Gott hineinkommen willst, dann lade ich dich ein, wenn du hier vor Ort bist, aber auch online, als ein Zeichen für Gott, einfach kurz die Hand zu heben. Wir haben die Augen geschlossen, aber wenn du hier bist und sagst, ich möchte diese Beziehung mit Gott, dann heb einfach ganz kurz deine Hand. Heb ganz kurz deine Hand. Dankeschön, Dankeschön, danke. Dankeschön. Dankeschön. Und auch wenn du online die Hand gehoben hast, ich kann es von hier aus nicht sehen, aber Gott sieht es. Gott sieht es. Und ich möchte jetzt ein Gebet vorformulieren und ich lade alle ein, das Gebet nachzusprechen, besonders diejenigen, die die Hand gehoben haben. Und es ist ein Gebet der Entscheidung für Gott. Eine Entscheidung für Gott. Und ich lade dich ein, mir das nachzusprechen, wenn das deine Entscheidung ist, wenn das dein Wille ist, dein Leben mit Gott zu leben. Herr Jesus Christus, komm, ein bisschen lauter. Herr Jesus Christus, ich komme jetzt zu dir und ich vertraue dir mein Leben an. Ich lege mein Leben in deine Hand. Ich bringe dir meine Vergangenheit. Das Alte, was gut war und das, was nicht gut war. Vergib mir Schuld und Versagen. Ich lasse das alte Leben ohne dich hinter mir. Und ich entscheide mich für ein Leben mit dir. Sei du ab heute mein Herr und mein Gott. Das ist der Weg, für den ich mich entscheide. Danke, dass du mich annimmst. Danke, dass du mir vergibst. Danke, dass du mein Leben neu machst. Danke, dass du mein Leben frei machst. Danke, dass ich mit dir leben darf und für immer und ewig mit dir verbunden sein darf. Ich bekenne es laut. Du bist mein Herr und mein Gott. Und niemand kann mich von dir trennen. Amen.
Hey, vielen Dank, dass du dir eine Predigt aus der Move Church auf unserem Kanal angeschaut hast. Wir hoffen sehr, dass dich diese Botschaft inspiriert und auf deiner geistlichen Reise vorwärts gebracht hat. Falls du keine eigene lebendige Kirche in deiner Nähe hast, dann laden wir dich ein, einfach mal in unserem Online-Campus vorbeizuschauen. Da leben wir Kirche online und wir treffen uns zum Beispiel unter der Woche in Online-Connect-Gruppen. Und wenn du heute eine Entscheidung für ein Leben mit Jesus getroffen hast, dann gratulieren wir dir, wir freuen uns mit dir. Wir würden dir sehr gerne eine Bibel und eine Broschüre zu den ersten Schritten als Christ kostenlos zukommen lassen. Klick doch einfach dafür und auch wenn du mehr über uns als Move Church wissen willst, auf den Link zu unserer Website. Alle aktuellen Predigten findest du in der verlinkten Playlist oder du abonnierst einfach unseren Kanal. Und wenn du mithelfen willst, die Botschaft vom Gott der Liebe und Gnade weiter zu verbreiten, dann kannst du uns gerne über unsere Website finanziell unterstützen. Bis demnächst.